So, hallo, liebe Zuschauer. Es hatten ja welche nochmal gefragt oder. Ja. Weil ich hatte immer früher lauter gemacht wie in den letzten Soundchecks und dann kam halt immer wieder die. Das auf, dass man sagt, ja, die Lautsprecher gehen davon dann kaputt. Und dann habe ich dann erst laut gemacht und dann haben halt welche geschrieben, ja, ey, du hast es doch früher immer so laut gemacht, wieso jetzt nicht mehr? Gut, Nachbar ist ja da, jetzt ist er gerade da, jetzt will ich halt mal ein bisschen lauter machen. Denn ich habe jetzt immer die Kameras an, damit halt nicht Bass zu laut wird und hier die Mittel ein bisschen runter, die Betone runtergedreht. Jetzt wollen wir mal gucken, was können die Kameras denn so fast maximal aushalten. Schon wieder mit Rattern nur durch die Kantons sitzt. Natürlich, wenn ich jetzt einen Glitch anmache. Ja, da braucht eigentlich gar nichts. Man hört das jetzt schon, es ist viel mehr Power. Wir können aber mal ein bisschen ruhig. Vielleicht hören wir ja mal, dass der Nachbar kommt und dann tue ich das Handy in die Hosentasche und dann. Oh ja, es war ein bisschen zu laut oder so. Ja, mal gucken, ob er kommt. Der wird eh nicht kommen. Der kommt so schnell nicht. Er muss schon über Stunden hören. Das mache ich ja auch nicht. So, gucken. Muss man mehr Ton anmachen. Ja, der Klimsch macht natürlich dann fast gar nichts und da ist richtig Druck dahinter. Kann uns mal jetzt auch. Weil der Subwoofer macht ja eigentlich etwas mehr. Ja, ich überlege gerade, was kann man noch anmachen? Ich überlege gerade, was für ein Lied, damit man das. Ah, ich weiß es. Da kann man mal richtig schön auslasten. Also, man hört nicht mehr viel Bass, aber es schwingt schön mitten. Dann können wir mal gucken, ob die Lautsprecher, ob wir es überhaupt zum Anschlagen bekommen. Ich glaube nicht, der Clip regelt sich zurück. Gut, jetzt nicht mehr, weil ich eine andere Endstufe habe, also muss ich eh aufpassen. Aber so schnell kommt die Schwingspule nicht hinten dran. Also ich habe es noch nicht geschafft. Ich glaube mal einmal hat er so ganz fein so irgendwas gemacht. Und das kann dann gewesen sein, dass der hinten ganz knapp am Magnet dran war. Aber da war noch schon ein bisschen mehr wie 350 Watt oder so bei keiner Resonanzfrequenz. Und ja, da war schon, das Chassis hat schon eine, es wird schon leicht übersteuern, das Chassis. Die kann uns, sehr gut, die kriegst du auch bei, nur bei Kickbässen mal, dass die anschlagen. Weil so viel Bässen jetzt, die ich jetzt anmache, nicht. Ich will gerade mal jetzt gucken. So. Ey. Das ist unten, genau. So. Muss ich mal den Ton ein bisschen leiser machen jetzt. Und jetzt gucken wir mal, was geht. Erstmal mit Kandans. Ich denke, das ist gar nichts. Kann ich das auf 20 gehen? Das ist nichts. Ich kann mal gucken, ob es anschlagt. Also ich höre jetzt nichts raus. Ich höre nichts raus. Das kann man aber schon so leicht als Überlast für die Chassis betrachten, aber wie gesagt, zerschlagen noch nicht an. Also machen wir mal einen Clipschmidt an. Gucken, was der hier schafft. Wenn der an ist, dann schwingt hier alles mit. Obwohl es nur so. Das sind 11 und das sind jetzt 13 Hertz gerade. Das ist schon abartig. Gucken. Ja, da muss ich auf 14 gehen. So, das ist maximal, kann man sagen. Ja, sieht schon gut. Der schwingt richtig aus. Ich meine, der schwingt mehr wie die Kantons. Ich mache jetzt auch nicht mehr. Alter, wie das Ding schwingt. Wir sind gerade mal auf 14 und die Kantons hatte ich eben auf 20. Sieht man so schon mal, dass der lauter eingestellt ist. Soll ja auch so sein, damit die nicht anschlagen, weil die schlagen kaum an. Nur die Original-Endstufe hat da irgendeinen Drall abgehabt, weil, wie gesagt, den hatte ich als B-Ware mir geholt. Also auch nicht gebraucht, aber ja.
Die hatte ich neu geholt. Ja. Nee, die hatte ich auch gebraucht. Stimmt. Das hatte ich, den hatte ich neu geholt. Stimmt, den hatte ich gebraucht. Also das war B-Ware. B-Ware. Eh gebraucht, weil das ist ja schon ein älteres Modell. Aber der hat noch nie abgeschaltet. Und der hatte ich mir neu geholt dann mal. Deswegen ist die 800 so ein bisschen zwar weg, aber funktioniert auch. Ja, weil der hat auf wenigstens 500. Weißt du, was für eine Einheit Dämpfungsfaktor? Und das ist schon für einen Klipsch richtig gut. Weil der Klipsch halt 4 Ohm hat und der bei 4 Ohm nur 500 Watt rausgibt. Ich komme da gerade mal. Also 500 Watt brauche ich nicht mal. Und bei 2 Ohm soll der 800 Watt rausbringen. Brauche ich ja nicht für den Klipsch. Also ich könnte theoretisch 2 anschließen, hätte ich 2 Ohm. Dann ist auch der Dämpfungsfaktor wieder weniger. Und weil so ein großes Chassis, 38 cm hat das. Ja, da braucht man schon ein bisschen Kontrolle dahinter und ich weiß gar nicht, was der hier hat. Aber auch mehr wie dieser eine 5.1 Surround-Verstärker, den ich hatte. Der war, hat auch nicht so einen Dämpfungsfaktor gehabt. Das hat man richtig auch gesehen, dass die viel mehr Kick-Bass-Kontrolle haben wie der mit so einem AV-Verstärker dann zum anderen Ding. Da hat es nur noch geschwabbelt irgendwann. Und also hier merkt man es auch ein bisschen zu der originalen Stufe. Gut, vielleicht hatte ich auch irgendwas, weil sie ja schon was ab. Irgendwas hatte. Weil war deswegen nicht mehr so ein Kick-Bass gehabt. Das hat vor allem immer was lauter gemacht. Und dann fing das gleich, das hat richtig gestunken schon, also kam richtig durch ein Bassreflexrohr raus. Und ich habe es mit der Endstufe zwar auch schon mal geschafft, dass er ein bisschen gestunken hat, aber da war wesentlich mehr Leistung drin, weil anscheinend war es dann zu viel Strom, dass das irgendwann die Spule auch nicht mehr aushält, aber bei der alten war es anscheinend zu viel Gleichstrom und dann brennt ja eine Spule schneller durch, wie wenn es richtiger Wechselstrom ist vom Bass und ja. Oh, was gibt's noch zu sagen? Lied ist fertig. Nachprogramm nicht. Ja gut, waren ja auch gerade mal 6 Minuten 45 jetzt, genau. Ja, dann war das mal wieder eine schöne Excursion wieder mal. Sind uns mal alle wieder ein bisschen eingeschwungen. Ja gut. Also kaputt gegangen geht so schnell nichts. Man soll es natürlich nicht dauerhaft machen und ich höre ja auch nicht so extrem, dass die bis zum Maximum ausschwingen. Sieht vielleicht in den Videos manchmal wirklich so aus, aber wenn man dann mal diese Videos vergleicht, wie das jetzt hier, wo die wirklich schwingen, da sieht man eigentlich, dass das noch ein bisschen mehr schwingt wie bei den anderen Videos. Da sieht es vielleicht nur so aus, dann durchs Handy und so. Ich sage auch immer, beim Handy sieht es für mich so wenig sogar aus, zu schwingen wie in echt, sage ich. Aber gut, das liegt am Handy halt, weil das Bildschirm ja kleiner ist. Das Bildschirm genau. Nee, der Bildschirm. Alter, ich kann schon nicht mehr reden. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao.